Hallo und herzlich willkommen zurück zu Clicker Heroes. Ist mal wieder ein Tag zu spät, aber ganz ehrlich, was soll's? Es ist nicht so viel passiert, ne? Also, das haben wir geschafft, gestern vielleicht 70 Ebenen oder sowas in dem Dreh. Bin mir da gar nicht so sicher, das war alles ja nicht so viel, oder vielleicht 100. Ich meine, das ist an sich nicht wenig, aber da geht mehr auf jeden Fall, ne? Und deswegen geht's jetzt erst weiter. So ein bisschen, und ich habe hier tatsächlich ein paar Quests, naja, vorbereitet, sagen wir mal. Die Sache ist natürlich, dass die Typen hier andauernd nur am Verrecken sind. Und ich dadurch nie irgendwelche Typen habe, die wirklich lange halten. Also ich bin andauernd nur dabei, damit beschäftigt, die Kerle zu ersetzen. Weil sie einfach nur am Verrecken sind, wie erwähnt. Das ist ultra beschissen, einfach nur. Verdammtes Rotsystem dahinter. Mann, Mann, Mann. So, wir sind bei 1,2 Millionen bei den normalen Typen. Und Solomon hat 173.000. Ist jetzt noch nicht so überragend, aber wir kriegen schon einiges an denen zusammen, wie man sieht, ne? Wir haben auch bald hier ein bisschen Fortschritt wieder. Das dauert nicht mehr so allzu lange. So, yesterday's raid. Ich habe das irgendwie völlig verplant gestern. Dafür ist der hier in einem Zug down, also von daher. Es gibt also auch Schlimmeres, als das zu vergessen, ja. Muss ich ja mal sagen. Ah, hab ich einen Brand gehabt. Das ist unglaublich. Titan defeated! Da werden sich die Leute freuen. Yay, Sachen umsonst! Wie sieht's denn aus? Er hat aufgeholt, aber noch nicht so weit. Ich werde oben bleiben. Das wird sich jetzt auch so durchziehen. Dass ich richtig weit oben bleibe. Ja. Ups, ich habe ein bisschen. So. Ich muss ja mal ein bisschen die Anzeige haben, ob das Programm überhaupt läuft. Das wäre sonst ein bisschen doof. Ein bisschen doof erst. Guck mal, was haben wir denn als Letztes gehabt? 3710, das heißt, wenn wir auf 3800 gehen, haben wir ca. 100 Ebenen wieder plus gemacht seit gestern. Ich habe auch ziemlich aktiv gespielt, also aktiv gespielt, also immer so nebenbei und habe es halt irgendwann stundenlang vergessen zwischendurch, aber an sich habe ich aufgepasst, dass ich mal weiter skille, ne? Ist ja ganz klar. Sollte man ja wohl auch tun, das Ganze. Das geht jetzt noch ein gutes Stück so. Also ich habe auch noch zwei Goldquests, ne? Quests. Können wir noch reinhauen? Die habe ich schon seit gestern Mittag oder so. Keine Ahnung. Also eine davon zumindest. Aber wie gesagt, ich bin nur am Ersetzen hier. Und dann können wir auf Web gehen. Wobei Web ja mittlerweile auch schon 1,5 hat. Alter, wir können auf Betty, oh, wir könnten jetzt auf Betty umgilden, warte mal. Jetzt, wo wir ihr Upgrade haben. Betty. Ja, feine Betty. Oh, guck mal, was hier abgeht. Oh, und einen 10k Bonus holen wir uns auch noch. Warum ist Bombermax zugeklappt? Bin ich bescheuert? Da fehlt die Hälfte der Skills, Mann, so gefühlt. Das ist nicht zu fassen. Aber wenigstens sind wir wieder bei Betty. Das werden wir wohl bald auch auf Midas wechseln können. Und dann hat sich der Lack. Weil Midas ist ja mal Beste, ne? Würde nämlich bedeuten, dass wir einfach mit demjenigen, der dann jetzt aktiv ist, jetzt im Augenblick Betty, einfach skillen können, soweit wie es geht. Das müsste fast schon hinhauen eigentlich. Geil. So, Relikte gibt's nichts Neues. Immer noch derselbe Schmarrn. Na, wie gesagt, Ancients habt ihr ja gesehen. Naja, hier, die sind andauernd nur am Verrecken, wie immer. Boah, das geht noch ein gutes Stück jetzt hier, Alter. Gerade weil Betty ja auch billiger ist als Gok.
Gok. Wie gesagt, das Schöne ist, man kann das ein bisschen eilen lassen. Man kann im Hintergrund nebenbei noch eine Kleinigkeit machen. Was Minecraft-mäßige zum Beispiel. Ganze Tasche vollhauen mit Keys und das alles in meinen Energy-Kondenser stecken. Nebenbei das System ein bisschen in Schwung zu bringen. Das ist aber auch der absolute Wahnsinn, wie das hier funktioniert. Zu Anfang habe ich das so gemacht, dass ich alles sieben musste, weil du hast ja nichts, du hast ja keine Materialien, musst ja alles, musst ja Sand sieben und so weiter. Das automatisiert und das, was ich jetzt daraus kriege, kaufe ich in den Kondenser, weil ich damit alles herstellen kann. Man muss es nur einmal besitzen. Also alles, was einen gewissen Energiewert hat. Das ist richtig cool. Hat doch richtig lange gedauert. La 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 la
Ich bin zum Glück gar nicht müde. Also ganz gut, dass ich müde bin. Scrollen, 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 scrollen. Oh man. Oh, wir haben es bald. Dann sind wir bei Midas. Dann haben wir diese Skills, das Skills irgendwann den Skills wieder sie sozusagen. Und dann irgendwann Skills dann halt den. Nee, Quatsch, dann den. Bis das einfach mal irgendwann überspringen kannst. Aber Halleluja. Halleluja. B. Oh, das wird so ein riesiges Maximum jetzt dazu kommen, ne? Wir werden nächste Runde hier vielleicht 1000 B machen. Weil wir jetzt schon 6700 haben. Das ist extrem viel. Und einmal 100 Level würde mich genau das kosten. Oder 100.000 Level. Ne, also wir können wahrscheinlich richtig viel reinpumpen in den Kerl da. Rubine werden auch langsam. Bald wieder dafür einkaufen gehen. La 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 la. Transcend power. It's transcend power. Boom. 3,9, dann haben wir jetzt 200 Ebenen plus gemacht fast. Oh, und das wird noch besser. Das wird noch besser. Wir haben bei den 10k Bonus. Ich hoffe es. Das wäre zumindest nicht schlecht. Damit ginge es uns gut. Ich kann ja den ganzen Tag Clicker Heroes livestreamen, yay. Gott, Alter, ich glaube, da würdet ihr alle abkotzen. Jeder würde abkotzen bei so einem Shit. Glaube ich zumindest. Uiuiui. Jetzt ist mein Solar. Nee, ist doch nicht. Ja doch, mein Solarpanel ist angegangen. Produziere gerade durch die Energie, umgekehrt, ich weiß nicht, dieses Energiekram, Solarzellen. Schaffen wir die 4000 jetzt noch? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke schon, wir haben ja noch zweimal Goldbonus, also was soll's, ne? So Quests halt. Ich denke schon. Ich denke, also bin ich. Oder wie war das? Hat das jemand gebracht, dass ihr geht jetzt hier im Hof? Ich frage mich, ob das sinnvoll war. Stimmt, ja. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist diesen hier und diesen dort. Weil wir werden den 10k-Bonus nicht kriegen. Glaube ich zumindest nicht. Wir machen mal das hier. Skill Activation Typ B. Oh, müsst ihr eigentlich wegschmeißen, mir einen neuen holen. Die Sounds. Zu schön einfach nur. Zu schön. Schmerzlichsten Dank. Schmerzlichsten Dank. Oh komm, da fällt jetzt bis nach 1 mal Gold. Können wir uns da nochmal einen Boost holen?
Es wird ja wohl nach hinhauen, oder was? Es wird ja wohl noch hinhauen, oder was? Oh. Schlung. Komm schon. Ah, ich will den einen noch. Ich will den einen noch. Komm schon. Ja. Boosted. Guck mal. Wie sieht's denn mit ihm hier aus? Er fehlt auch nicht mehr so viel, also theoretisch kann ich fast auf Midas wechseln. Alter, das in einer Session, ne? Beide auf einmal, das erste Mal geskillt. Das kriege ich jetzt auch noch zusammen. Dafür sorgen wir jetzt vor allem. Wie geil! Na komm, 6 noch. Andererseits könnte ich jetzt... Oh, da gibt's eine Menge Gold. Yes. Yes, ich fass es nicht. Das hat jetzt keinen Unterschied, kann das sein? Oh, ist tatsächlich noch ein Stück besser, ja. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Gibt's denn so was? Ich meine, jetzt wäre sie sowieso besser, weil sie die 10k Bonus. Aber heftig, ne? Dafür, dass er eigentlich den extremen Schub kriegen müsste dadurch. Na gut. Wir eilen jetzt so weiter und versuchen es danach einfach, wenn sie nichts mehr kann an Power, dann gehen wir nochmal auf Midas. Wir versuchen es dann nochmal. Wir haben ja genug Seelen, also mein Gott. Das tut ja jetzt nicht unbedingt weh. Das wird nichts mit den 4K. Komm schon, wir brauchen die 4K. Ja, ich brauche gar nicht mehr skillen, das ist vorbei. Schade, mir würde jetzt eine Quest fehlen, um ihr den 10K-Bonus zu holen. Sehr ärgerlich, Mann. Ich kann aber auch nirgendwo mehr was herzaubern. Ich könnte sinnloserweise mir hier Gold holen. Hier, wo ist das denn? Hier, nee, immer noch nicht. Hier für 20 Rubine. Aber das finde ich eher so, ich weiß auch nicht, so lächerlich. Denke mal schon, wenn du aktiv spielst, dass das dann, also aktiv klickst, dass es dann auch Sinn macht, ne? Aber ich weiß nicht. Ich bin mir da nicht sicher, ne? Wir holen alles zurück. 8B, wir könnten theoretisch 100.000 verteilt immer noch alle Typen ein bisschen sinnvoll Stats geben. Theoretisch. Ich bin auch gespannt, wie viel ich wo verteilen kann, ey. Ich kann dir fast 1 Million verteilen, Mann. Der Hammer, ey. Wenn ich den hier, wenn ich jetzt Morgulis füttern würde, der wäre so voll gestopft mit den Seelen, ja. Das wäre so ein DPS-Schub. Also bleiben wir bei Betty erstmal noch ein Weilchen. Bis 4-1, 4-2. Dann Midas Plus. So in der Art. Ich denke schon. Ja.
David Crab. So ein Crab. Tam, tam, ta, 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 tam. Hm? 15 Ebenen. 15 gottverdammte Ebenen. Also bin ich mir unsicher, ne? Ich glaube, die geben jetzt beide gleich. Du hast Midas. Ich weiß auch nicht. Belege es, wollte ich sagen. Guck mal, jetzt ist er wieder besser. Im Augenblick. Oh, ist das aufregend, Mann. Ziemlich geil. Ist das aufregend alles? Naja, nächste Runde wird sowieso einfacher, weil mit den Massen, was wir noch verteilen können, da kriegen wir einige dann Stats wieder raus. Oh ja. Yeah. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir hier wieder fertig sind, ne? Wieder viel, viel mehr in Ponyboy stecken und vielleicht dann mal ein bis zwei in Bob. Er bleibt scheinbar so billig. Ja. Also wir müssten theoretisch dann mit 11 aus der Runde rausgehen, aus der nächsten. Theoretisch. Wir werden sehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal durchstarten und verteilen. Yes, haben es ja fast geschafft. Habt ihr ja gesehen. Open all, Midas. So, dann wollen wir mal schnell, dass die starten. So. Dann verteilen wir mal die ganzen Schunden noch. Möglichst so, dass ich es nicht Mongo verteile, so wie das eine Mal. Hey, alles reingestopft. Oh, und ich gemerkt, dass es einen neuen Button-Modifier hatte und dann war das ganze Ding weg. Oh, jetzt setzen wir es mal erstmal ordentlich hin. Alter, da geht's los, ne? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Folgendermaßen. 700.000 hier oben drin. So, da kommt einer. Zwei, zwei. Alles eins. Und zwei. Dann kommen 700.000 hier drauf. Sialatas bekommt auch 700.000. 750.000 und der bekommt 246.000. Nee. Nee, was laber ich? Jetzt hätte ich fast da reingestopft. 70.000. 73.000. Und der Rest geht alles an Morghulis, Alter. Hallo. Sind wir bald wieder so weit, dass wir alles, was ganz unten ist, skillen können. Ja, so. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Danke für das Schauen meines Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da, mit dem ihr mir sagen könnt, was euch gefallen hat oder was ihr kacke fandet. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr keine der noch kommenden Folgen verpasst.